Hallo, hallo, liebe Fans. Also mir geht's gut, sehr, sehr gut, Gott sei Dank. Ich lebe immer noch in Brasilien. Ich bin immer noch aktiv. Ich hoffe noch maximal zwei Jahre noch spielen und dann wir gucken mal, was machen. Und wir schauen mal, ob es einen Beitrag über Felipe Santana geben kann, in dem das Wort Malaga nicht vorkommt. Ja, das geht, denn vermutlich hält er einen unglaublichen Rekord. Blicken wir dafür zurück auf sein erstes Bundesligaspiel, nachdem er 2008 als 22-Jähriger aus Brasilien zum BVB wechselt. Gegen Hoffenheim, 4-1 in Hoffenheim und ich habe toll gemacht. Dann das zweite Bundesligaspiel des Südamerikaners. Es war mein erste Bundesliga in Signal Iduna Park gegen Stuttgart, Outdoor gemacht. Ich gucke einfach die Ball, gar keinen Moment, ich gucke Lehmann. Und ja, am Ende, der war richtig sauer mit mir und jede Ecke, die ich nach vorne war, er sagt, ja, ich nehme dich, Junge, ich hol dich ab. Ich sage, okay. Aber trotzdem, das war mein erstes Tor in Signal Iduna Park. Guck mal, da war richtig sauer. Cool. Sein drittes Bundesligaspiel ist wieder ein Heimspiel. Oh, Frankfurt, sehr kalt. Aber sehr, sehr, sehr kalt. Und ich laufe auch in Richtung mein erster Vorteil, aber in der Mitte des Weges drehe ich, ich komme zum zweiten. Und dann ich war komplett allein. Und man guckt. Ich war einfach alleine. Oh, so schön zu sehen. Und war irgendwo nach vorne, irgendwo laufen hinten nach vorne und ich bleibe hinten. Cool. Und war super Kopfball. Felipe Santana trifft also in jedem seiner ersten drei Bundesligaspiele. Uns erscheint das für einen Innenverteidiger weltweit ziemlich einmalig. Wer etwas anderes weiß, soll sich bitte melden. Ein Traumeinstand also, obwohl die Umstände in Dortmund für ihn zu Beginn alles andere als einfach sind. Weil ich komme auf jeden Fall sehr nervös. Das ist eine ganz andere Kultur für mich. Sehr gut, sehr viele talentierte Spieler in einer Kabine. Ich konnte nicht die Sprache sprechen. Aber in der Gegenzeit, ich hatte hier Tinga und Dede mit mir als Brasilianer. Und das hatte meine Schwierigkeit sehr, sehr leicht gemacht. Weil als ich bei DD war in seinem Haus, es waren immer sehr viele Brasilianer dabei. Kevin Kurani, Rafinha, trotzdem Farfán, alle südamerikanische Jungs, Dante in Gladbach, Renato Augusto auch. Also als Brasilianer, wir waren immer zusammen. Ne? Ich bin sehr jung hier hingekommen, mit sehr viel Druck in meinem Rücken und Gott sei Dank, es funktioniert. Was ihm hilft, ist sein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Damals, als ich hier hingekommen, mein erstes Interview, ich habe gesagt, dass ich möchte gerne hier kommen und Titel gewinnen. Und ja, die Deutschen sind sehr ruhig, Fuß im Boden, ne? Und Sorg hat mir, ich erinnere mich, dass Sorg sagt, Philipp, ganz ehrlich, das wird ein bisschen schwer, weil wir haben solche Konditionen noch nicht. Und dann kommt Zelt 11 und haben wir die erste Titel gewonnen. Und ja, wir sind dann feiern, dieser Zug im Zentrum, feiern mit den Fans. Und die haben mir gefragt, Felipe, was willst du jetzt machen? Weil du hast schon gesagt, dass du deutscher Meister musst. Okay, jetzt sind wir deutscher Meister. Was machst du jetzt? Ich sage, ich will der Zweite. Und die sagen, nein, warte mal, müssen wir der Erste feiern. Und trotzdem haben wir die Zweite gewonnen. Und dann kommen sie zurück zu mir und sagen, ja, und jetzt? Ich sage, Champions League. Und ist passiert. Boah, aber leider verloren im Finale. Aber es ist passiert. Das macht mich sehr, sehr, also stolz. Aber da waren noch einige weitere Highlights. Ulala, Schalke, okay. Also dieser Derby-Tor gegen Schalke war sehr wichtig.
für uns, für mich persönlich, weil damals wir haben mit einer Spezial Tricot gespielt. Ich weiß nicht, glaube ich, Skyline von Dortmund und so. Und es war mein erstes Mal, dass ich Watzke bei uns gehabt habe. Also, dass ich gesehen habe, dass Watzke bei uns in Spielbesprechung so, der kommt und sagt, ob der so wie wichtig ist ein Derby für uns. Mats, und der Ball kommt zu mir. Und ich sage, ich denke, okay, ich schieße richtig stark. Also, und dann ich einfach so klasse geschossen, so unter die Beine, so zwei Beine. War gut. Und dann gewonnen, also war ein super Spiel für uns. Wir haben eine super Leistung gezeigt in diesem Spiel. Cool. Gibt's noch mehr? Na klar. Wir könnten über sein wichtiges Tor im Achtelfinale der Champions League gegen Schachtja Donetsk plaudern. Aber jetzt wollen wir dann doch über den absoluten Höhepunkt in seinem Leben sprechen. Also, mein Sohn ist geboren wurde und der Name ist Ayo Santana. Und ich bin sehr glücklich. Wie gesagt, ist schwer, ein Wort zu finden, weil es ist ein ganz anderer Gefühl, wenn du nach vorne von 80.000 spielst, ist eine Sache, die du kontrollierst. Du hast alles unter Kontrolle. Und so, solche Sache ist ganz neu, weil es ist ein Kind, das kommt von dir und das ist deine nächste Generation. Ich hoffe, dieser Junge also einfach mit gesund bleibt. Trotzdem, wenn der Fußball spielen wird, ich bin dabei, ich will einfach in der Nähe von ihm sein, nicht in seiner Karriere stören. Einfach der macht, was er möchte und was er will. Und ja, als Papa, ich bin immer da. Das hat er von seinem Papa gelernt. Der ist auch da, als er mit Dortmund erstmals Meister wird. Meine erste Erinnerung war mein Vater, weil mein Vater ist nach Deutschland geflogen und dieses Spiel zu sehen, also dieser Feiern zu sehen. Ne? Und dann meine erste Erinnerung war eine sehr starke Grüße an meinen Vater gegeben und danach Bier ohne Ende. Die Leute werfen Bier hin und her. Ich trinke kein Bier, aber dann kommt die Kevin und er hat gesagt, wenn wir Meister hätte ich, der macht die ganze Kopf glatt. Dann habe ich ihn auf den Platz gemacht. So, das sind so ein paar Erinnerungen. Alles in allem ist Felipe Augusto Santana 5 Jahre lang ein Teil von Borussia Dortmund. Und das während einer der besten Phasen für den Verein. Also, goldene Zeit. Es gibt gar kein anderes Wort. Ich bin sehr, sehr dankbar. Aber ich glaube, ich habe auch die Leistung gegeben. Da, wo ich mein Bestes gegeben habe, in der Gegenzeit, haben wir mit der BVB Titel gewonnen. Und das bleibt für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit bleibt natürlich auch ein ganz besonderer Abend in der Champions League. Aber mehr von Felipe und seinen Erinnerungen an dieses magische Spiel gibt's zum 10. Jahrestag im kommenden Jahr.